So, hallo Leute, Stefan Nintendo am Start. Heute werden wir SAX bekämpfen, den letzten Endboss. So, das ist diesmal mein anderer Speicher. SAX ist dasselbe wie ich. Und wir werden jetzt hingehen und ihn Mods bekämpfen. Jetzt lassen wir hier hochgehen und schon kommt der Gegner. Ist schon gefährlich, da muss man aufpassen. So, man muss nur in Bewegung bleiben, weil sonst, wenn er dich ganz oft abschießt, das zieht schon viel ab. Also immer in Bewegung bleiben, hüpfen. Okay, ich glaube, lange hält das nicht mehr aus. Ja, okay, geh mal schnell rüber. Stirb, du Bösewicht. So, und jetzt? Jetzt verwandelt er sich zu einer Kugel. Und schießen. Mist. Man muss die Schüsse nicht aufladen, aber ich will das jetzt so. Okay. Okay, das war's. Mit SAX. Parasithaus ab. So, Leute. Jetzt muss ich hier den ganzen Raumschiffplaneten zerstören. Das heißt, ich habe, glaube ich, 3 Minuten Zeit, um von hier zu flüchten. Da wird auch noch mal der letzte Boss kommen. Und genau. Dann fangen wir mal an. Ja. Also, los geht's. Schließlich wollen wir uns nicht erwischen lassen. Okay. Ja. Die Zeit vergeht, Leute. Ja. Komm. Hier wurde schon alles zerstört. So, jetzt. Okay, mit diesen Waffen bringt das nichts. Wird er mich jetzt umbringen? Um Gottes Willen. SAX. Er ist jetzt auf meiner Seite. Okay. Scheint wieder alles an mir zu liegen, Leute.
Okay, er darf mich hier nicht angreifen, das zieht sehr viel ab. Und das würde auch Mist. Oh Mist, jetzt hat er mich wieder erwischt. Okay, und hinüber. Das war's mit dir, du Bösewicht. Ich muss nur noch rechtzeitig das Raumschiff kommen. Und wir haben es geschafft, Leute. Wir flüchten. Da ist alles zerstört, die ganzen Bösewichte und die Monster. Wir konnten entflüchten, wir konnten Saix besiegen. Eine strategische Meisterleistung. Der Geist von Adam Malkove steht selbst nach seinem Tod noch zu Diensten. Bis heute wusste ich nicht davon, dass die Persönlichkeiten von Befehlshabern und Forschern in Netzwerke eingespeist wurde. Unser jüngstes Aufeinandertreffen hat das zivilisierte Universum vor dem Niedergang bewahrt. Doch wie werden die Bewohner dieser Galaxie unseren Entschluss bewerten? Ich bezweifle, dass sie verstehen werden, was wir taten. Welche Bedrohung wir in letzter Sekunde abwenden konnten. Stattdessen wird es endlose Gerichtsverhandlungen und Untersuchungen geben. Und man wird uns dafür verantwortlich machen. Adam wusste, dass während ich versuchte, meine Wut zu behändigen, sprach er zu mir. Mach dir keine Sorgen, niemand wird es verstehen, es wird einen Menschen geben, der das alles versteht. Ich habe über seine Wörter nachgedacht und ich begreife, welche Weisheit in ihnen steckt. Wir alle sind Gefangene der Erfahrungen, die wir bislang sammelten. Ich habe keine Lust mehr zu lesen. Also, wir haben es hier geschafft. Alle sind glücklich und zufrieden. Samus Aran, so heißt die Frau, in dem, ich dachte mal am Anfang, das wäre ein Typ, ne? Aber, nee, das ist es nicht. Und, nee, das ist tatsächlich eine Frau. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Stefan Nintendo, abonniert mich. Ciao.